ein bisschen eine emotionale Achterbahnfahrt, der Ausreisekurs. Also die Ausreise kommt immer näher, es wird konkreter. Aber es ist spannend, viele Leute zu kennen, die das Gleiche zu machen, also kennenzulernen, können sie noch nicht so gut. Genau. Letzte Woche waren wir noch viel mehr Leute. Es ist spannend, es geht allen ein bisschen ähnlich. Es sind alle so ein bisschen, manchmal sind sie nervös, wir freuen uns alle, es ist viel ungewiss. Aber durch den Ausreisekurs kommen wir schon ein bisschen Tools an die Hand über, gerade wenn es um PEZA geht. Wie verhalten wir uns? Es geht viel um Haltungsfragen, auch jetzt gerade die zweite Woche, wo wir heute den Einführungstag hatten. Was ich sehr spannend finde und sehr hilfreich und was auch mit dem Grund ist, wieso ich mich für Komunwo entschieden habe, weil ich das Gefühl habe, das wird wirklich auch ernst genommen. Ich glaube, was mir bis jetzt am meisten gebracht hat oder was ich am meisten mitnehme, ist, dass wir als Menschen logischerweise in Einsatz gehen und dass es eben um genau den Austausch geht. Ein Austausch zwischen verschiedenen Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Und ich glaube, so der ganze Umgang mit dem kolonialen Erbe in der Entwicklungszusammenarbeit an sich birgt schon viele Herausforderungen und ich bin froh, dass wir jetzt hier darauf vorbereitet werden und eben gewisse Haltungsfragen bearbeitet und auch die Möglichkeit haben, eine Haltung zu entwickeln, wie wir dann auch wirken wollen oder wie wir auch auftreten wollen. Ich finde es wichtig, dass Komunwo uns auf genau so kulturelle Herausforderungen vorbereitet. Und ich glaube auch, dass das Komunwo auszeichnet, dass wir dort die Möglichkeit haben, dass man mit dem wie auch sensibel umgeht. Meine Motivation für so etwas zu machen, die ist ganz vielschichtig. Aber angefangen hat es, glaube ich, schon sehr früh, weil ich immer Leute bewundert habe, die den Mut haben, ins Ausland zu gehen und schon ein paar Grenzerfahrungen auch zu machen oder etwas Neues zu erleben. Genau. Ich glaube auch immer sehr neugierig schon gewesen, was es denn sonst noch gibt auf dieser Welt. Und ich hatte immer schon das Bedürfnis gehabt, so richtig zu leben. Ja, ich werde mich auch in Namibia für Kinder einsetzen mit Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeiten. Und ich denke, was sicher gleich ist, Kinder sind Kinder, egal wo auf der Welt. Und ich denke, so Bedürfnis nach gesehen werden, spielen, lernen, Neues erforschen, geht mal davon aus, dass das gleich ist. Genau. Aber der Kontext und Rahmenbedingungen, die werden anders sein. Ich habe nie damit gerechnet, dass die mich nehmen. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal, wie weit ich komme, es klappt eh nicht. Jetzt stehe ich da. Genau. Und jetzt mache ich Step by Step und bei jedem Step bin ich ein bisschen mehr nervös, aber ich freue mich auch. Immer ein bisschen mehr.